Ja, moin, Friedlin Wagner, aus Leipzig gebürtig und 21 Jahre alt und jetzt in Münster. Ja, Friedlin, du hast bis jetzt in Bremen gespielt, kennst schon den neuen Trainer, war das auch ein Grund für dich hinzuwechseln? Das hat es begünstigt, aber ausschlaggebend war auch, dass der Verein sich sehr um mich bemüht hat und dass das Umfeld und die Spielidee zu mir passt, denke ich. Spielst, glaube ich, im zentralen Mittelfeld eher offensiv oder defensiv oder was ist so deine Position? Ich denke eher defensiv. Ich habe aber auch bei Bremen die 8er-Position und 10er-Position begleitet, von daher bin ich da, glaube ich, relativ flexibel. Und wie ist das so die ersten Tage? Hast du schon ein bisschen eingelebt oder nur trainiert und nichts anderes gemacht? Ja, viel trainiert, ne? Aktuell bin ich noch im Hotel, weil meine Wohnung erst ab 1.8. frei wird und ich denke, wenn ich dann in der Wohnung bin, dann kommt das auch mit dem Einleben von ganz alleine. Ist ja da sehr viele neue Spieler, sehr viele junge Spieler. Ist das einfacher dann reinzukommen? Ja klar, man hat natürlich Gesprächsthemen, wenn man jünger ist. Und da viele Jungen sind, haben wir viele Gesprächsthemen und das macht das Kennenlernen einfacher. Was ist so das Ziel für die neue Saison? Hast du dir ein Ziel gesetzt? Persönlich oder Mannschaft? Persönlich mit Verein, sowohl als auch. Ja, persönlich will ich eine gute Saison spielen. Und wir als Mannschaft wollen auch eine gute Saison spielen. Ziele werden wir erst noch festsetzen und dann mal schauen. Aber ich glaube, das wird intern festgesetzt. Hallo, ich bin der Lukas Schnellbacher. Ich komme vom VfR Aalen, bin jetzt neu hier bei Preußen Münster. Geboren bin ich in der Nähe von Darmstadt und habe die Rückennummer 24. Ja, kommen wir gleich den nächsten auch noch. Hallo, ich bin Marcel Hoffmeier, komme von SV Lippstadt 08, bin 19 Jahre alt und geboren in Geseke und trage die Nummer 30. Okay, jetzt erstmal den Marcel fragen. Du hast bis jetzt immer mit deinem Zwillingsbruder gespielt. Wie ist das dann ohne ihn zu spielen? Auf jeden Fall anders. Ich habe, glaube ich, in der Jugend durchgehend mit meinem Bruder gespielt. Ich glaube, insgesamt 12 Jahre war ich bei SV. Auf jeden Fall ist es ein anderes Gefühl jetzt. Aber es ist mal eine neue Herausforderung und es ist auch mal ganz gut, wenn wir mal getrennt sind. Jetzt spielst du von der Regionalliga in die dritte Liga. Was ist das für ein Sprung? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich hoher Sprung. Was heißt hoher? Aber ich glaube schon, dass es eine andere Liga ist, dass die Erwartungen ein bisschen anders sind und dass das Tempo noch ein bisschen schneller ist in der Liga. Jetzt, Luca, du kannst das schon mitreden. Du spielst schon einige Jahre. Dritte Liga erst in Wiesbaden, jetzt in Aalen. Was war der Grund für dich, nach Preußen zu gehen? Ja, ich hatte super Gespräche mit dem Malte und mit dem Trainer. Und die haben mich einfach überzeugt, den Weg hier weiterzugehen. Und ich bin auch von dem Weg überzeugt und deshalb bin ich hierher gekommen. Ja. Jetzt bist du, glaube ich, Mittelstürmer, kann man das so sehen? Ja, Mittelstürmer, hängende Spitze, genau, richtig. Hast du so ein persönliches Ziel für Tore, man schießt, oder macht man das nicht mehr als Stürmer heutzutage? Ja doch, man hat eigentlich immer so das Ziel, ich habe jedes Mal das Ziel, dass ich zweistellig treffe in der Saison und das habe ich mir wieder vorgenommen und hoffe, dass ich das hier erreiche. Jetzt hast du mit Aalen natürlich keine so gute Saison gehabt, seit leider letzter geworden. Hängt das doch ein bisschen drin oder hast du das schon komplett abgeschüttelt? Ja, ich sag so, die ersten zwei Wochen, nachdem die Saison vorbei war, hat man es schon noch ein bisschen gemerkt, aber danach habe ich das abgeschüttelt und jetzt ist hier eine neue Herausforderung und da gehe ich das professionell an die Sache ran. Jetzt so Marcel nochmal, du spielst offensives Mittelfeld, was ist der, Außen oder Zentral? Eigentlich spiele ich so 6er, 8er, 10er. Letztes Jahr habe ich jetzt ziemlich 6er und 8er gespielt und ich denke mal, dass ich mich auch im Mittelfeld wiederfinden werde. Okay. Und das ist dein Ziel, erstmal reinschnuppern, Stammplatz oder was hast du da schon Ziele gesetzt? Auf jeden Fall ist erstmal die Entwicklung entscheiden, dass man hier nochmal einen Sprung macht, weil von der Regionalliga in der dritten Liga schon was anders. Und ja, ich werde jede Chance nutzen, die ich kriege und dann mal schauen, wie es weitergeht. Okay, jetzt meine Freundin Luca. Furdadeschow ist ja schon jemand, der lange immer gespielt hat, Mittelstürmer. Der ist jetzt leider ja nicht da, weil er auf Länderspielreise ist. Das ist so ein kleiner Vorteil für dich? Nee, der kommt ja bald wieder und... Von daher ist jetzt kein Vorteil. Er kennt ja die Gruppe auch schon, außer jetzt uns Neue. Aber er fühlt sich ja hier, denke ich, auch wohl in Münster und hat damit keine Probleme. Habt ihr hier schon eingelebt, eine Wohnung gefunden? Ich habe zum 1.8. jetzt eine Wohnung, so lange bin ich noch im Hotel. Ja, und dann kommt meine Frau hoch und dann passt das. Bei dir? Ich wohne im Moment noch um 6 Wochen bei meinen Bekannten von mir. Und danach den 6 Wochen werde ich wahrscheinlich umziehen. Marschieren! Ja, guten Tag, Herr Hübscher, erstmal hier im Preußenstadion. Erste Training im Stadion? Ja, stimmt. Bisher haben wir den Platz in Ruhe gelassen und jetzt dachten wir uns, der sieht so gut aus. Da müssen wir jetzt einfach mal drauf gehen. Und Sie sich daran erinnern, wann Sie das erste Mal im Preußenstadion waren? Das erste Mal nicht. Ich war aber bei der Stadion, bei der Tribüneneröffnung dabei. Also ich meine, das waren wir mit Schalke 2 damals. Und da war ich hier. Ansonsten habe ich es immer nur bis auf die Nebenplätze geschafft. Ja, auch nicht schlecht. Mit Schalke wahrscheinlich öfter mal gegen die Preußenjugend gekickt, ne? Ja, auch mit Bremen zuletzt. Also, ja.
Jetzt, wann sind Sie zuletzt in Bremen? Waren dort mit der Regionalliga, glaub, Platz 3 war es, glaube ich, am Ende, stimmt? Ja, Tabelle war es Platz 3, aber das ist ja bei einer zweiten Mannschaft immer so ein bisschen was anderes. Es geht ja auch viel um Ausbildung und da hat man immer zwei Ziele. Einmal die Tabelle, das war ganz in Ordnung, die Ausbildung auch und deshalb passte das insgesamt. Was wäre jetzt der Hauptgrund für Sie, jetzt nach Preußen zu gehen? Für mich ist eine spannende Aufgabe. Dritte Liga ist natürlich auch interessanter als vierte Liga, eine Liga höher zu gehen. Ist für Spieler interessant, für Trainer auch. Das Gesamtkonzept, als ich mit Malte Metzell darüber gesprochen habe und er mir vorgestellt hat, seine Ideen halt auch mit einer jungen Mannschaft heranzugehen und Spieler weiterzuentwickeln, das fand ich spannend. Da habe ich mich komplett wieder drin gefunden und es ist ein Traditionsclub, es ist eine große Aufgabe für mich und ich habe da Spaß dran und freue mich drauf. Was ist jetzt das persönliche Ziel mit der Mannschaft? Ja, die Mannschaft jetzt erstmal zu formen. Wir haben viele Neuzugänge, wir wollen erstmal zusammenfinden als Gruppe. Das war auch das Überthema in dieser Woche, erstmal überhaupt zueinander zu finden. Die Jungs müssen sich kennenlernen, müssen überhaupt wissen, wer wie tickt, wer welche Stärke, Schwäche hat, wer welche Vorlieben hat, wer was macht. Und das ist jetzt erstmal unser erstes Thema, uns kennenlernen. Und dann ist klar, dann wollen wir erfolgreich Fußball spielen. Dafür haben wir 5,5 Wochen Zeit. Unsere Saison beginnt nicht am ersten Spieltag, sondern jetzt. Wir müssen die Zeit nutzen und müssen uns bestmöglich einspielen mit und gegen den Ball. Ist ja quasi die halbe Mannschaft neu, viele neue Spieler dabei. Ist das, wenn man auch neuer Trainer ist, ist das ein Vorteil oder ist das eigentlich egal? Ich würde sagen, es ist egal, die Qualität muss da sein. Wir sind von den Jungs überzeugt. Wir sind von diesem Weg überzeugt, wir sind von den einzelnen Spielern überzeugt. Wir glauben, dass das Gesamtpaket passt und ja, freuen uns einfach. Sind Sie denn zufrieden mit den Spielern, die gekommen sind oder sind ein paar Wünsche nicht erfüllt worden? Nein, ich habe noch eine Wunschliste offen ein bisschen. Wünsche gibt man immer gerne ab als Trainer. Man muss halt auch gucken, was wirtschaftlich realistisch ist. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und wir sind von den Spielern, die wir geholt haben, da sind wir voll überzeugt. Und haben die Jungs auch persönlich kennengelernt. Das sind alles reine Jungs, die einfach brennen und die Vollgas geben wollen. Und die werden wir loslassen und hoffen, die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Es waren heute auch im Training ein paar Spieler dabei, die sonst eigentlich zum Kader U23 gehören. Ist da eine Perspektive, da auch längerfristig oben mitzuspielen? Ja, es liegt immer an den Jungs selber. Also wir wollen einfach die Durchlässigkeit etwas erhöhen. Die Tür ist offen, gerade wenn wir halt ein bisschen Ausfälle haben oder halt vom Kader recht eng sind und wir wollen mit 20 Mann trainieren, was sich in der Saisonphase einfach anbietet, dass man mit einem großen Kader trainiert, um die Belastung noch nicht so intensiv zu haben, sondern großen Umfang. Da ist die Tür für U23-Spieler immer offen. Sie können sich präsentieren, sie können Duftmarken setzen und vielleicht kommt die Chance. Aber es liegt letztendlich an den Spielern. Die Tür ist offen. Jetzt sind einige Spieler immer dabei, die auch flexibel spielen können, was mir aufgefallen ist. Sind aber nur in Anführungsstrichen 4 Innenverteidiger da oder sind Sie da Spieler aus dem Kader noch auch auf noch diese Position? Ja, wir haben viele flexible Spieler, das ist richtig, aber mit 4 Innenverteidigern sind wir auch gut aufgestellt, das passt schon soweit. Das heißt, es ist eher die Viererkette gedacht als die Dreierkette? Ja, mit 4 Innenverteidigern können wir auch eine Dreierkette spielen, also das funktioniert auch. Da bin ich offen, also das wird die Mannschaft mit hergeben, was auch die Mannschaft spielen kann, was sie spielen möchte, was die Anforderung für unser Spiel ist. Ich tendiere persönlich eher zur Viererkette, aber das weicht ja heutzutage alles auf. Also ob man jetzt einen Sechser dazwischen abkippen lässt, dann hat man auf einmal auch 5 hinten. Also das ist alles mittlerweile so fließend geworden. Aber Tendenz ist eher die 4, ja. Es wurde gesagt, 2 Spieler sollen noch kommen. Bleibst du dabei? Ja, wir beobachten den Markt. Der Transfermarkt ist noch offen bis 30.08. und wir halten uns 2 Plätze offen. Wir gucken, was passiert und gucken jetzt auch erstmal, wie die Mannschaft funktioniert, wo sich vielleicht noch Bedarf ergibt. 5 Wochen sind jetzt auch noch ein langer Zeitraum bis zum Vorbereitungsstart. Selbst danach hätten wir noch Zeit nachzulegen und da gucken wir einfach, was jetzt passiert. Okay, danke. Viel Erfolg dafür. Ja.